Hi, ich bin der Günther, ich komme aus der Bude. Willkommen zur zweiten Folge von New Super Mario Bros. Wii. Beim letzten Mal haben wir die erste Welt ganz durchgespielt und machen uns nun auf in die Wüste, um heute auch hier Fortschritte zu machen. Ich bezweifle stark, dass wir diese Welt heute durchspielen können, aber mal gucken. Aber die erste war schon nur knapp in einer Folge. Die zweite ist schon ein ordentliches Stück länger und hat schon ein paar eher knackige Stellen. Dementsprechend müssen wir uns heute auf jeden Fall anstrengen. Aufpassen, der Boomerang kommt irgendwann noch nach. Wenn wir ihn nicht für 3,5 Jahre outspeeden. Hier gehe ich lieber rein, wenn der Sand nicht da ist. So. Hier sind gerade ein Haufen Pflanzen, die mich nerven. Oh, scheiße, die Stelle. Das ist wahrscheinlich die erste tatsächlich schwere Starcoin in diesem Game. Beeil dich bitte. Okay, aber wir haben es. Den Koopa da bekommen kann durchaus eine Challenge sein. Aber bei uns lief's und damit haben wir das erste Level sehr schnell abgeschlossen mit allen 3 Starcoins. Nein. Ich will jetzt keine behinderten Challenges machen, die nichts tun als nerven. Also, nächste Runde. Welt 2-2. Ich überlege gerade, welches Level das war. Das war das mit den Spikes, sehr sicher. Ja. Also, ich habe nicht mehr so viele Erinnerungen an das Spiel, muss ich sagen. Weiß nicht, wie man das in der ersten Folge mitbekommen hat, aber ja, gibt auf jeden Fall Spiele, an die ich mich besser erinnere. Und gibt's irgendwo noch ein Item? Danke. Ja, hier kann ich jetzt noch ein paar Blue Coins sammeln, aber bekomme ich sowieso nicht mehr alle. Ja, natürlich. Ja, das ist so der eine große Nachteil, wenn man auf Tempo spielt. Solche Stellen, wenn man nicht weiß, was kommt, können ein bisschen nerven. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass irgendwo hier eine Starcoin ist. Well. Schön. So. Hier jetzt. Wir sind mit den Koopas abchillen. Wie manche es nennen würden. Ich nenne es Genozid. Und seien wir ehrlich, was von beiden ist lustiger? Exakt. Genozid for the win. Und ich würde sagen, wir folgen dem Koopa gleich mal. Ab in die Hölle. Nach dem Genozid immer eine gute Idee. Ich glaube, man sollte den Satz nicht out of context nehmen. Egal, machen wir weiter. Hier dürfte es nämlich dann endlich mal gleich eine Starcoin geben. Nach einer Freefall-Passage mit einem Haufen Blue Coins, die man kaum alle bekommen kann. Vor allem nicht alleine. Ach. Toll, du musst nicht die ganze Zeit sowas da erzählen. Vor allem, wenn ich vorhabe, mir die Bonusvideos noch anzugucken. Also, hier haben wir dann auch mal eine Starcoin, ist die Nummer 1. Das ist genau die Sache, von der ich geredet habe, ne? Von der ich in der letzten Folge schon geredet habe. In dem Spiel ist so oft die erste Starcoin nach dem Checkpoint. Und in anderen Mario Bros. Spielen ist das gefühlt nie so. Es macht so nervös. Oh nein, die Stelle, die ist nicht im Prinzip schwer. Ja, okay. Irgendwie weiß ich noch, dass ich früher große Probleme damit hatte, diesen Block zu treffen. Da
Das ist von der aus auch nicht schwer, glaube ich. Naja. Auf jeden Fall müssen wir hier jetzt ein bisschen warten. Bekommen auf dem Weg ein paar Coins. Und hindurch chillt dann noch eine etwas größere Coin. Eher gesagt, die chillt erst, wenn wir das Ding noch werfen. Hier natürlich drauf achten, dass die Starcoin nicht runterfällt. Und hier kann man einfach gechillt absteigen, muss man sich keine Sorgen machen. Allgemein im ganzen Bonusraum geht das. Nee. Ich habe gerade überlegt, ob das... Oh, scheiße, war da drin die Starcoin. Ich weiß noch, dass dieses Level schon eine sehr Bullshit-Stelle beinhaltet. Und das heißt so viel wie, wir müssen diese Röhre nehmen und uns das mit Abstand beliebteste Item der Reihe holen. Kappa, jeder hasst den Mini-Pilz. Der Mini-Pilz ist Abfall. Wir sind klein, haben mehr Sprungkraft, können über Wasser laufen und haben nur ein Leben. Was das größte Problem am Mini-Pilz ist, dass es solche Mini-Röhren hin und wieder gibt mit ganz ekelhaften Secrets, wo man das Ding einfach durchs halbe Level mitschleppen muss. Es ist schön, dass es irgendwann auch ein Level gibt, das damit einfacher ist. Bisschen close, aber wir sind durch. Und können uns dann auch die Starcoin genehmigen. So. Noch ein paar Blue Coins auf dem Weg. Weil wir so krass sind, die alle einzusammeln, bekommen wir noch einen Applaus. Und wow, danke, hier gibt's noch einen. Zu gnädig. Warum zum Fick gibt's hier noch einen? Hier kommt man ohne gar nicht rein. Und jetzt müssen wir noch zum Ziel. Ach ja, und wenn wir auf Gegner mit dem Ding springen, sterben sie nicht. Sondern wir springen einfach von ihnen ab. Außer Stampfattacke, da sterben sie noch. Und das letzte am Mini-Pilz. Ah doch, irgendwie habe ich mir eingebildet, man behält den nicht nach dem Level. Aber doch. Ich würde sagen, auch wenn wir es meistens nicht machen werden, zeige ich euch einfach mal die Pilzhäuser in dem Game, die doch in einigen Bereichen glücksbasiert sein können. Ist halt ein klassisches Memory-Game. So, man muss irgendwas finden. Was die Sache ist, man kann, also sobald eins einmal umgedreht ist, ist dauerhaft. Und wenn man zwei Bowser oder zwei Bowser Junior hat, dann verliert man. Deswegen wäre es ganz nett, wenn ich jetzt nicht so bald einen Bowser finde, sondern noch ein, zwei Items vorher mitnehmen könnte. Sicher, dass es immer eins gibt. Ja, das ist schön, als würde ich das wissen. Das ist schön. Sehe ich aus, als würde ich das so dringend wissen wollen? Trotzdem war ein ganz guter Run. Ging ja natürlich, wie man sieht, besser, aber... Ja, ein Propellerpilz, eine Eisblume und ein Mini-Pilz. Gerade dafür, dass wir als zweites einen Bowser hatten. Und ich nehme den Pilz, weil fuck you, Mini-Pilz. Ab ins nächste Level. So. Geht wieder in den Untergrund. Ein bisschen anders als in Welt 1 dieses Mal. Das ist eins der wichtigsten Secrets im Spiel, wie ihr seht. So, Feuerblume hilft, ein bisschen Licht hier in der Höhle zu machen. Ah, da hinten. Du
brauchst mir so eine Scheiße nicht immer zu erzählen, übrigens. Es juckt mich nicht. Was soll ich mit dem Wissen anfangen? Ja, und warum sollte ich das? Um mir ein ohnehin einfaches Game leichter zu machen? So, Pilz holen wir uns hier. Und weiter. Müsste bald die erste Starcoin kommen eigentlich. Ihr seht, hier gibt's einige Feuer-Piranha-Pflanzen. Ich habe keine Ahnung, ob man irgendwann in so eine Röhre rein muss. Ich glaube nicht, aber lieber auf Nummer sicher gehen. Und jetzt kommen Hotheads. Aber ich hoffe, dass wir hier... Immer noch keine Starcoin? Ich hab irgendwas verpasst. Ah, scheiße. Die Dinger sterben alle, sobald wir den Schalter drücken. Zack. Und geben damit ein paar One-Ups. Die Münzen reichen für noch eins. Aber trotzdem noch keine Starcoin an dieser Stelle? Ich hab sehr sicher eine verpasst. Das ist zum Glück keine verpflichtende Mini-Pilzstelle. So, hier wird einem einen Stern im Level gegeben. Das ist wirklich die erste! Jawohl! Man kann hier ein bisschen farmen mit den Blöcken. So Sternstrings gibt es manchmal in Mario Bros. Games. Und hier ist offensichtlich einer davon. So, jetzt können wir hier hoch. Relativ typisches Secret eigentlich für 1-2 in Mario Games. Gab es in diesem hier nicht. Stattdessen 2-3. Ja, und damit haben wir das Ganze durch. Und können zum ersten, zum Tower dieser Welt. Der hat mir früher, als ich noch sehr jung war, einige Probleme gemacht, weiß ich noch. Der ist nicht der einfachste. Also er ist schon ziemlich simpel, wenn man irgendwie weiß, was man machen muss, aber... Ja, Gitter, jui. Da hat man gleich wieder richtig Bock. Man muss diesen Tower wirklich nach oben klettern. Das ist allgemein. Eigentlich ist in Mario Games genau das die Unterscheidung zwischen den Endcastles und den Türmen. Türme verlaufen nach oben, die Castles seitwärts. Ergibt irgendwo ja auch Sinn. So. Ah, ich hatte ja gar keine Eisblume, sondern eine Feuerblume. Eisblume gibt's hier. Weil Feuer macht Knochen trocken und man sieht gar nichts aus. Hier gibt's noch keine Starcoins. Und das ist der Punkt, der das Level ein bisschen kompliziert machen kann. Man wird nämlich beschossen. Und gibt's hier sicher keine Starcoin? Alter, halt dich doch am Gitter fest! Okay. Wenn das damals auch schon so war, dann verstehe ich wieder, warum ich früher das Level gehasst habe. Mario hält sich literally nur fest, wenn er gerade lustig ist, habe ich das Gefühl. Also, den Schüssen kann man definitiv ausweichen. Die sind ziemlich langsam. Schießen immer nur an den Punkt, wo man gerade ist, wenn er losdönert. Ja, und die Starcoin
ist so geschenkt, dass ich sie, glaube ich, bei meinem ersten Playthrough vergessen habe. Aber ich stelle mich auch wirklich... Ja, die Gitter sind aber auch schlimmer, als ich im Kopf hatte. Die steuern sich ekelhaft. Das ist kein gutes Gameplay-Gefühl. Die sind doch ziemlich schwammig, die Dinger. Gerade halt, ob Mario sich festhält oder nicht, wirkt irgendwie sehr willkürlich. So, und dass man hier irgendwo rein kann, wusste ich noch. Gönnen wir uns, sind nur Red Coins. Wenn ich keine Item hätte, würde ich es versuchen, aber diese Bewegungssteuerungskacke kriege ich eh nicht gut hin. Und wenn es dann noch komplett unnötig ist, weil One-Ups werden nicht so schnell knapp in dem Game. Danke, dass du geschüttelt hast, du dummer Kack. Ja, also ich verstehe wieder ein bisschen, warum das Level früher schlimm für mich war. Es liegt aber nicht an den Shots, die hier abgefeuert werden. Ja. Daran, dass die Gitter beschissen sind und von Satan persönlich programmiert wurden, kann man auch sagen, aber... Ja, kommen wir zu Morten. Der gefühlt einfacher ist als Larry, wenn man weiß, dass der diese Druckwelle da macht, weil... Bei Larry kann man Walljumps machen. Hier ist das auch nicht nötig. Wow, ich spring rein. Irgendwie habe ich das Gefühl, ich werde ganz billig verkacken. Nee. Der ist ja auch schwächer. Heißt nicht, dass meine Performance besser ist. Aber der ist easier als Larry, meiner Meinung nach. Gerade weil bei dieser Druckwelle darf man halt literally nur nicht am Boden sein. Der schießt davor ja nicht mal. So, wir gucken uns auch einmal so ein One-Up-Pilzhaus an, würde ich sagen. Die Sternhäuser lassen wir, weil das ist wirklich nur eine Truhe, wo man einen Stern drin bekommt. Während die Pilz- und One-Up-Häuser halt noch kleine Minispiele beinhalten. So, diese Eingangshallen, ja, kann man sich streiten. Hier haben wir die One-Up-Kanone. Man zielt mit Neigen und schießt durch Drücken von 2. So, und die müssten sich... Ja, scheiß Winkel. Ich hätte durchaus alle bekommen können, aber egal. Nicht so, als hätte man es wirklich nötig. Da steht schon, in Pete's Schloss in Welt 1 kann man für Sternmünzen, die man erhält, Bonusfilme freischalten. Die sind eigentlich ganz lustig. Das sind irgendwelche Secrets oder Clips, die zeigen, wie so Tess halt computer-assisted manche Stellen gelöst werden. Zum Beispiel, was wir vorhin hatten, wo ich sagte, diese Blue Coins, die bekommt man als normaler Mensch nicht alle. Da gibt es einen Clip, wie die alle gesammelt werden. Und ja, werden wir uns in der letzten Folge angucken. Ich bräuchte aber sehr sicher noch einen Propellerpilz hier. Ihr seht schon, Gimmick von der Stage, Sandsturm. Und jetzt noch mal krasser. Ich brauche doch einen Propellerpilz, um da hinten hochzukommen. Oder wollt ihr mir jetzt sagen, weil ich hier ohne Item ins Level gegangen bin? Warte. Oh mein Gott, das ist eine Starcoin. Ich glaube, die habe ich beim ersten Playthrough auch nicht gefunden erstmal.
Aha, ich sehe schon. Ja, hier kann es ja gar nicht sein, weil die Ranke geht da durch. Genauso wie hier. Das macht es eigentlich recht simpel. Zumindest bis man hinter zur Röhre muss. Andererseits. Ach, spring doch, du Wurst! Ich habe das Gefühl im Moment, die Steuerung in diesem Teil ist ein bisschen schwammiger als im U-Teil. Hatte ich ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf. Aber so, wenn man springen will, das ist mies. Und ah, das ist nur der Rückweg. Ja, klar, genau auf den Keck. Und darf ich jetzt da hoch? Danke. Ich glaube aber, ich brauche einen Propellerpilz in dem Level. Und den bekomme ich jetzt wahrscheinlich nicht, ne? Nee. Oh Gott, Klaus. So, machen wir weiter. Ja, zum Glück gibt's Propellerpilz in diesem Level. Auf Deutsch, man kann den Secret Exit nicht ohne bekommen. Man kann diese Starcoin nicht ohne bekommen. Yay. Das heißt, nochmal zurückrennen. Spaß. Dann nochmal rein. Mann, guck mal, wir haben Secret gefunden, Leute. Krass, ne Starcoin. So. Holen wir uns das da auch noch. What? Das ist weiter entfernt, als ich im Kopf hatte. Oh Gott, der dreht sich, Alter. Ich hab nicht damit gerechnet, dass der Keks sich dreht. Ja, okay, haben's aber doch sehr schnell geschafft. Ihr seht, hier braucht man auch einen Propellerpilz. Wie gesagt, für einen Secret Exit. Kann man machen. Also die Secret Exits in dem Game finde ich allgemein schon besser als im Nachfolger. Mario Bros. 2 zählen wir nicht. Das Spiel zählt nicht. Punkt. Ja. Also. Normalen Exit müssen wir für die beiden Level da vorne noch holen. Aber müssen wir uns jetzt nicht mehr um irgendwelche Secrets kümmern, sondern können einfach durch. Ja, genau das wollte ich. So, lieber ein bisschen vorsichtig landen. Hier können wir rutschen. Und sind dann eigentlich schon wieder bei dem Ort, wo das Secret ja auch war. Hier. Und jetzt zum Ziel noch ein weiter Weg. Wir müssen eigentlich nur durch diese Röhre und dann sind wir auch beim normalen Ziel. Kann man sich jetzt streiten, inwiefern es gut ist, dass fast alle Secret Exits kurz vorm normalen Ziel sind.
Ich find's eher meh, weil einerseits macht's das vorhersehbar, wo sie sind. Andererseits muss man dann eben das Level nochmal komplett spielen. Boah. Verschluckthilfe. Eigentlich ist das jetzt 2-6, aber weil wir heute nur noch ein Level machen werden, mache ich's jetzt. Denn hier gibt es den nächsten Secret Exit. Und das Level ist schlimm. Dieses Level ist tatsächlich schlimm. Viele sehen schon, wie das hier aufgebaut ist und denken sich wahrscheinlich... Ist das dein Ernst? Ist das dein Ernst? Und denken sich wahrscheinlich schon, was ist denn das für eine ekelhafte Scheiße? Joi! Und man kann in diesem Game keine Level beenden, die man noch nie abgeschlossen hat. Was mache ich jetzt? Es respawnt auch nicht das Scheißteil. Hier! Und das war noch nicht im Ansatz das Schlimme an dem Level, also... Das ist wirklich ganz ekelhaft. Wahrscheinlich eines der ekelhaftesten Early-Game-Level, die ich in Videospielen je gesehen habe. Wir sind erst beim angenehmen Part, also... Wir sind beim angenehmen Part bisher. Ja, mit Propellerpilz ist das halt gar kein Problem. Allgemein, Propellerpilz in diesem Level eigentlich ein Muss. Der hilft einem so viel weiter. So. Diese beweglichen Blöcke machen es übrigens nicht angenehmer drauf zu landen. Und ja, diese Wolken auch hinterfragbar. Hier haben wir noch Blöcke, die eigentlich genau dasselbe wie ein Propellerpilz machen, nur dass man halt keinen Propellerpilz braucht. Krass, ich weiß. So, 2 Starcoins haben wir schon. Jetzt beginnt der schlimme Teil des Levels. Jetzt wird's lustig, denn das sind die wohl ekelhaftesten Gegner der Mario-Reihe. Den habe ich jetzt ganz schnell entsorgt, auch weil ich einfach keinen Bock auf ihn habe. Weil die Viecher liegen rum, als wären sie besoffen, schießen Feuerbälle und sobald sie keine mehr haben, explodieren sie. Diese Gegner sind wirklich einfach schlicht ekelhaft. Lass mich rein da, jawohl. So. Den Secret Exit haben wir ganz gut hinbekommen. Es ist halt wirklich ekelhaft, auf so einer sich drehenden und bewegenden Plattform zu chillen, während noch so einer von diesen fetten Arschgesichtern da rumschwabbelt, als hätte er keinen Bock auf gar nichts. Es ist halt nicht unbedingt lustig. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Woo! Please kill me. Scheiße. Hätte klappen können. Der letzte war's. Du brauchst nicht so blöd zu lachen. Ja, Pilze kann man in dem Spiel eigentlich als einziges im Inventar schon mal brauchen. Ah, seine Grüne, Alter. Hätte der sich nicht anders hinstellen können, dann hätten wir es hinbekommen. Naja, dann machen wir eben die langsame und langweilige Route. Nehmen uns mal einen Panzer mit. Haben sich die Deutschen 1940 aufgedacht, was? Ja, weiter geht's. Und es ist halt auch sehr spannend mit dem Tempo, dieses Scrollings, nenne ich's mal. Ich meine, es ist kein Scrolling im klassischen Sinne, aber es ist trotzdem aufs Spiel warten. So.
dich feuern wir wieder weg, bevor wir hier draufsteigen, damit wir dich nicht ertragen müssen. So, und dich auch. Ganz schnell raus. Das ist halt nochmal deutlich schwieriger ohne Propellerpilz, die Dinger zu beseitigen, ohne dass sie einen dabei auseinandernehmen. Jetzt nochmal schön hier hin und her, damit, wenn gerade so einer da ist, es noch nerviger wird. Die Gegner sehen gerade auch nicht so schlimm aus, wie sie eigentlich sind, habe ich das Gefühl. Wir warten nochmal ab, würde ich sagen. Hier ist zwar das Ziel, aber dann können wir nochmal sehen, dass die Projektile so langsam sind. Macht's übrigens nicht besser. Hier, explodieren tut er auch am Ende. Langsame Projektile, das weiß ich aus Smash. Da denkt man, das ist doch scheiße, aber nee. Langsame Projektile sind besser als schnelle. Mario Time. Fast immer. Der Unterschied ist halt, schnelle Projektile schießt man, kann schwierig sein, darauf zu reagieren. Passiert. Langsame Projektile kann man drauf reagieren. Das Problem ist nur, dass derjenige, der das Projektil schießt, selber auch handeln kann, bevor es einen wirklich trifft. Zum Beispiel mit Carol in Smash. Ich kann einen Cannonball schießen und renne dann schon zum Gegner hin. Versucht er dann den Cannonball zu schielen? Grab. Ja. So, wo wir nochmal schön abgedriftet sind, war es das auch mit dieser Folge von New Super Mario Bros. Wii. Beim nächsten Mal werden wir definitiv die zweite Welt abschließen und uns in die nächste aufmachen. Wir sehen uns wieder. Bis dann und ciao.